Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sind leider nach den bisherigen parlamentarischen Beratungen genauso schlau wie vorher. Der Handlungsbedarf ist nicht klar geworden, und das liegt daran, dass auch Sie das offenbar, die Sie das beantragt haben, nur mit relativer Unlust verfolgt haben. Sie haben auch nicht dafür gesorgt, dass die mitberatenden Ausschüsse Bildung, Innen oder Recht hierüber überhaupt diskutiert hätten. Und ich glaube, es wäre der Sache angemessen gewesen, auch hier die Beratung zu ermöglichen. Kollege Dräger, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Reinhardt zu. Nein, danke. Wir haben dann eine Ausschusssitzung in unserem Arbeits- und Integrationsausschuss gehabt mit einer auch außerordentlich dürftigen Beratung ohne Erkenntnisgewinn. Der Erkenntnisgewinn kam weder von Ihrer Seite, noch kam er, das muss man sagen, auch von der Senatsverwaltung. Die Senatoren waren nicht da, und die Auskünfte derjenigen, die da waren, waren auch außerordentlich dürftig. Und wenn wir uns jetzt vor Augen halten, dass Antidiskriminierungsschutz ja nicht neu erfunden, sondern möglicherweise zu ergänzen ist, dann müssen wir uns doch darüber unterhalten, ob und gegebenenfalls welche Regelungslücken überhaupt vorhanden sind. Und Kollege Lehmann hat völlig zu Recht vorhin darauf hingewiesen, welche gesetzlichen Regelungen es bereits gibt, und hat darauf hingewiesen, dass auch wenn die Evaluierung des Bundesgesetzes jetzt vorliegt, diese ja ausgewertet werden muss, nicht nur von uns, sondern bitte auch von der zuständigen Senatsverwaltung, damit wir überhaupt mal vernünftig feststellen können, gibt es überhaupt einen Regelungsbedarf und wo exakt. Und das ist in den bisherigen parlamentarischen Beratungen nicht geschehen. Wir sträuben uns überhaupt nicht, und ich stimme Herrn Kollegen Lehmann auch hier völlig zu, überhaupt nicht gegen eine Ergänzung des Antidiskriminierungsschutzes. Das haben wir auch zu jedem Zeitpunkt in den parlamentarischen Beratungen klar erklärt. Aber es geht nicht an, dass wir Dinge unsorgfältig bearbeiten und verabschieden und Sie sich dann dahinstellen und das bejammern. Sie hätten selbst einen gewissen Beitrag dazu leisten können, dass die Aufklärung und ja, die Regelungslücken sichtbar werden. Das ist nicht geschehen, und deswegen halte ich das nicht für entscheidungsreif derzeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Dräger.